Zum offiziellen Trainingsauftakt der neuen Saison öffnete Arminia am heutigen Dienstag die Tore der Schüko Arena. Dabei bekamen über 1500 Fans allerlei zu sehen und zu hören. Jeder versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen. Und auch für die neue Saison gilt es natürlich, dass es sehr, sehr schwierig wird. Die Konkurrenz ist größer geworden mit sehr potenten Clubs wie Gladbach, Köln und Hoffenheim. Und ja, ich denke, dass wieder dieselben Tugenden gefragt sind wie in den letzten Monaten und da knüpfen wir an und wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten können. Zu dieser schlagkräftigen Truppe gehört Abwehrspieler Nico Herzig, der vom Aachener Tivoli in die Bielefelder Schüko Arena wechselte. Ja, die Jungs sind alle super, haben mich alle gut empfangen und Training war gestern ganz locker. Ich denke mal, die Ziele mit der Mannschaft sind klar, dass man nicht nochmal bis zum Ende sowas mitmachen muss, dass man das den Leuten ersparen kann, dass man natürlich schönen Fußball zeigen. Dass wir natürlich so viel wie möglich Punkte holen und dann werden wir sehen, wo wir hingehen. Persönlich natürlich möchte ich natürlich versuchen, dass ich zum Spielen komme, klar. Wir haben viele gute Spieler hier, aber man muss sich gegen viele durchsetzen und der Beste wird dann im Endeffekt spielen auch. Mit Torhüter Dennis Eilhoff präsentierte sich den Fans ein zweites, neues, aber doch altbekanntes Gesicht. Ja, natürlich. Also ich sehe mich auch fast gar nicht so richtig als Neuzugang. Körperlich würde ich fast sagen, war ich dann vielleicht 2 Jahre in Koblenz, aber mit dem Herzen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann schon irgendwo hier. Hab die ganze Zeit natürlich auch mitgezittert, gerade zum Ende der Saison, dass es dann noch packen, die Jungs. Hab da schon gesagt, da habe ich fast die halbe Bude unten in Koblenz abgerissen, als ich dann das Tor vom Tische gesehen habe. Besonders gut sehen können die Fans ab sofort auf den besten Plätzen der Stadt. DSC-Geschäftsführer Roland Kensch freut sich über die heiße Fußballatmosphäre, die in der nun vollständig geschlossenen Schüko-Arena ab sofort herrschen wird. Wenn man sich jetzt einmal mitten auf den Platz stellt, merkt man erstmal, nachdem das Stadion geschlossen ist, welche gute Akustik das Stadion hat. Und ich glaube, wir werden hier manchem Gegner schon einheizen können und das Fürchten lehren. Und Präsident Hans-Hermann Schwick ließ es sich nicht nehmen, das neue Herzstück, die zu 99% fertiggestellte Haupttribüne, persönlich vorzustellen. Alle Arminen und vor allen Dingen die Vereinsmitglieder können stolz sein, denn die gesamte Schüko Arena und das neue Stadion mit der neuen Tribüne gehörte den Mitgliedern. Das ist ja auch mal ganz wichtig nochmal zu betonen. Wir sind begeistert von dem, was uns gelungen ist. 6.722 Sitzplätze sind geschaffen worden. Es sind insgesamt 6 Ebenen. Das sind ja 1.100 Quadratmeter, insgesamt 6 Büros. Mit einem herrlichen Blick über die Stadt, nicht nur auf das Spielfeld, sondern auch über die bisherige Tribüne im Westen. Und man hat auch in den Osten in die Stadt rein einen fantastischen Blick. Ich sage immer, die müssten eigentlich keinen Mietzins zahlen, sondern Kurtaxe. Etwas teurer als Kurtaxe werden jedoch weitere Neuzugänge. Ja, wir sind nach wie vor auf der Suche nach 3 potenziell neuen Spielern. Das heißt, ein größerer Mittelstürmer, ein anderer Spielertyp, ein Linksfuß offensiv und dann noch ein Rechtsverteidiger, der uns auch weiterhilft, einfach die Qualität zu erhöhen. Gute Qualität gibt es natürlich auch weiterhin im Fanshop der Blauen. Ab Anfang August gibt es ein neues blaues Heimtrikot, ein weißes Auswärtstrikot und ein völlig neues weinrotes Ausweichtrikot. Zum Schluss verriet uns Detlef Dammeier, wer demnächst in diesen tollen neuen Trikots auflaufen könnte. Berat Sadik sieht sehr gut aus. Ich denke, dass wir da wirklich kurz davor stehen, das vermelden zu können. Des Weiteren, Lamai ist eben so, dass wir mit Duisburg in Kontakt stehen. Sie auch bereit sind, ihn abzugeben. Und da geht es dann darum, auch mit dem Spieler noch eine Einigung und eben auch, einfach, dass er den Willen hat, wirklich zu Arminia zu kommen, erste Liga zu spielen. Und bei Darren, das liegt erstmal auf Eis. Das ist eben so, müssen wir so akzeptieren. Und da sind wir natürlich auf der Suche nach jemand Adäquatem, der das auch spielen kann.